Ich mag es nicht, smart spielen zu müssen. Smart spielen müssen ist mein. Naja, klar. Weißt du, ist ja easy to copy, soll Braindead funktionieren. Ohne viel Nachdenken, einfach ran und gut ist. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Brotato. Abyssal Terrors. Nein, es ist easy to copy. Es ist wieder easy to copy time. Ich mache euch das jetzt hier Stück für Stück durch. Und easy to copy. Mit dem Schreihals steht heute auf dem Plan. Tatsächlich, witzigerweise, wie auch immer ich sagen soll, hatte ich den schon gemacht. Aber dann kam das DLC dazwischen. Und jetzt nehme ich es praktisch nochmal neu auf dem DLC. Auch um euch und mir nochmal zu beweisen, dass es wirklich easy to copy ist. Ah, Gott, ist das peinlich hier. Ich starte rein mit dem Schreihals. 30% mehr Schaden, 50% mehr Gegner, minus 3 Ernte am Ende einer Welle. So, wie machen wir das jetzt? Natürlich mit der Geisteraxt. Ist total entspannt. Du gehst auf die Geisteraxt, gehst rein auf Gefahr 5 und die Geisteraxt, die gibt dir jedes Mal 1% Schaden, wenn du damit eine bestimmte Menge an Gegner getötet hast. Je höher die Stufe der Axt, desto weniger Gegner musst du damit töten. Ja. Und so stackst du dadurch, dass du ja unfassbar viele Gegner hast, unendlich leicht deinen Schaden hier hoch. Das heißt letzten Endes auch, du musst dich natürlich so ein bisschen auf Rüstung etc. mehr fokussieren. Aber du brauchst halt weniger Schaden so an sich, sage ich jetzt mal. Liebes Alien, mehr Gegner ist natürlich da nochmal eine geile Sache. Anfangs gehst du wirklich los, du nimmst deine Geisteraxt, du holst dir da so viel rein wie geht. Als nächsten Schritt wirst du dann versuchen, gute Attack-Speed noch zu stacken, ein bisschen Rüstung, ein bisschen Lebensregeneration und vor allem natürlich auch noch ein bisschen Lifesteal. Trotz allem klappt es hier soweit dann immer sehr entspannt. Du zirkelst um deine Gegner herum, du versuchst dort eben so viel wie möglich mit einer Axt zu treffen. Das ist natürlich nicht leicht, aber Riot kann nur besser werden. Und du musst eigentlich versuchen, nebenbei deine Ernte irgendwie in den Griff zu kriegen. Pro Welle verlierst du 3 Ernte. So, wenn du gleich zu Beginn Ernte bekommst, allererstes Level up, dann ist es zwar nice, aber es ist nicht wirklich zielführend. Das Problem ist halt, es würde funktionieren, wenn du praktisch genug Ernte bekommst, um diesen, also dass du pro Ende der Welle Ernte bekommen würdest und dann kriegst du auf Flat wieder was abgezogen. Dazu müsstest du aber, um diesen Wert an Ernte zu erreichen, müsstest du etwa, ich glaube, um die 40 hinbekommen. Das heißt, mit einem Traktor wäre es schon mal richtig geil. Aber, um erstmal in die Richtung zu kommen, na, mir wird ja jetzt die ganze Zeit hier Stuff abgezogen. Geisteraxt 2, nochmal hier Aliens. Werde ich dann versuchen, mit ein, zwei Level-Ups dagegen zu arbeiten. Es ist blöd, das mit der Ernte. Aber das ist halt auch ein Wert, den du nicht permanent ständig verlieren möchtest. Ist allerdings jetzt das geringste Problem. Das Einzige, was halt dir wirklich abgezogen wird am Ende einer Welle, wäre Material. Aber das gleichst du ja mit den vielen Gegnern wieder aus. Na? Außerdem haben wir mehr als genug Schaden. Wir stacken hier schön Schaden hoch. Natürlich darf man nicht dumm spielen. Also das ist, ich sage halt, das ist immer noch eine Bedingung. Du musst trotzdem smart spielen. Musst trotzdem hier gut dir die Gegner vorlegen, etc. So, 6% Schaden, dafür büßen wir 8 Reichweite ein. Gratis nehme ich es mit. Hier 2 Nahkampfschaden, da die Aliens, da die Rüstung. Gift-Tonikum, absolutes Burner-Item. Jetzt gleich zu Beginn nehme ich natürlich gerne gleich mit. Attack-Speed, Crit und ein bisschen Reichweite. Vor allem der Attack-Speed, der ist natürlich sehr lecker da. Und ich sag's jetzt mal so, auch wenn ihr Ernte nicht ausgleichen könnt, ist es nicht allzu dramatisch. Ja. Worauf ihr achten müsst, wenn ihr die Geisteraxt spielt, ist, dass ihr wieder ein bisschen Rüstung reinholt. Denn Rüstung wird hier durch den Ätherisch-Bonus der Geisteraxt reduziert. Dafür bekommt ihr eine gute Portion Ausweichen. Was angenehm ist. Ich finde es persönlich sehr angenehm. Und ich sollte natürlich trotz allem auch versuchen, hier nochmal ein bisschen Lifebreak und so weiter zu bekommen. Kommt mit der Zeit. Hier Lifebreak hier, eine Rüstung da. Eine Geister-Orks dort. Hier ist einfach alles gut gerade gewesen. Aber schon minus 15 Ernte. Ich hätte rerollen können, gratis, um zu schauen, was da kommt. Fehler gemacht.
Aber Easy to Copy ist ja nicht fehlerfrei. Das wisst ihr bereits nach der letzten Runde mit den Generalisten, die gestern war. Die ihr auch unten in der Playlist findet. Und die... Ja, war peinlich. Bisschen. So. Aber wie gesagt, Lifewreck ist natürlich ein Ding. Wir machen super viel Schaden. Wir müssen uns seltenst hier wirklich um Schaden kümmern. Nur Attack Speed muss halt irgendwo stimmen, dass wir genug angreifen. Lifewreck, Rüstung und Lebensabzug muss auch stimmen, damit wir einigermaßen hier gut überleben. Weil wir werden da irgendwann durchrennen wie ein Berserker. Das ist der Plan. Neun Leben ist cool. Ja, ich würde Attack Speed hier mal mitnehmen. Cyberball. Brauche ich nicht unbedingt, aber es würde mir jetzt hier mit dem Elefantenbaby die Möglichkeit geben. Oh, ja, ist auch okay. Es würde mir die Möglichkeit geben, über Glück zu spielen und Ernte wirklich komplett zu vernachlässigen. Lass ich wirklich Ernte komplett liegen? Mache ich ja normal nie. Ernte ist immer ein super guter Faktor. Ja, werden wir wahrscheinlich machen. Ihr habt jetzt gesehen, dass ich die Axt auf Stufe 3 gleich aufgewertet habe. Hab kurz gestockt, aber es war ja der richtige Move. Denn wenn ihr eine Waffe höher bekommt, also je höher eine Geisteraxt ist, desto weniger Gegner braucht ihr, um damit dann 1% Schaden zu bekommen. Und so lohnt sich es natürlich dann auch, wenn man eine höhere Waffe hat. Und dann braucht ihr die weniger killt. Ne? Und dadurch, dass sie stärker ist, macht sie auch gleichzeitig mehr Kills. Double Win also. Wir verlieren aber inzwischen echt viel. Das ist nicht geil. Aber wir kriegen 12 Leben dazu. Das ist geil. Ja, nee. Kein seltsames Alien. Liebes Alien hier. Doch, seltsames Alien. War das seltsame. Geisteraxt rein da. Bärtürchen könnte man machen. Muss ich aber nicht. Nö. Lieber ausweichen, Crit mit reinnehmen. Schaden und Crit mit reinnehmen. Yep, Crit ist ein geiles Ding. Geisteraxt hier und dann ist es gut. Na, nicht, dass wir zu viel verrollen. Wir haben inzwischen schon 100% extra Schaden. Was vieles. Was eben auch, und deswegen habe ich es ein bisschen mit reingenommen, auch auf unser Elefantenbaby oder auf unseren Cyberball wirkt. Prozent Schaden wirkt auch auf diese ganzen extra Items. Deswegen dachte ich mir, hey, kannst du mitnehmen. Ist zumindest kein großer Verlust. Und wir stacken ja weiter. Wir stacken und stacken und stacken. Und irgendwann kann es auch durchaus sein, dass wir Gegner töten und töten durch den Cyberball nochmal irgendwo anders Gegner. Ohne, dass wir da groß noch was extra drauf packen müssen. Inzwischen seht ihr auch, Regeneration ist fein mit Ausweichen. Nein, ich habe einen Fluch mitgenommen. Das wollte ich nicht. Ich war im Blutrausch. Ich habe euch ja gesagt, ich möchte eigentlich keine Fluch-Items mitnehmen. Ich möchte keinen Fluch extra irgendwo mit reinpacken. Köder nehmen wir natürlich gerne mit. Attack Speed auch. Attack Speed. Ja. Kann ich beides mehr? Ich kann mir beides gerade leisten. Nehme ich mit. Sinnloser Reroll. Okay. Ja, da ist halt minus Glück drauf. Minus Glück will ich gerade nicht. Brauch Glück. Ich wollte keinen Fluch mitnehmen, denn jeder Punkt Fluch, den ich mitnehme, der verzerrt praktisch hier das Easy-to-Copy-Ergebnis. Weil grundsätzlicherweise ist es so, dass verfluchte Gegenstände halt unfassbar stark sind. Anders als die Geisteraxt, die unfassbar stark ist. Nein, also die verfluchten Gegenstände sind halt wirklich immens. Und dementsprechend möchte ich das Ergebnis nicht so verzerren. Das werden wir dann, wenn wir rübergehen in die Tiefen. Easy to copy, die Tiefen. Da werde ich natürlich auch mich an diese Grundsätze halten, aber da wird Fluch definitiv mit reingenommen. Es ist halt dort auch die neue Mechanik. Warum sollte ich es nicht mitnehmen? Oder? Wie seht ihr das? Oder sagt ihr, hey, eigentlich du, ich spiele jetzt schon hier mit Fluch. Würde ich auch jetzt schon fühlen. Weiß ich nicht. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Das hat fast schon weh. Lange nehme ich nicht mit. Baby-Kalmar nehme ich allerdings mit. 12% Schaden brauche ich nicht. Lunge kann ich mitnehmen. 8 Nahkampfschaden. Sehr gerne. 15% Attack Speed. Ja.
10% Attack Speed, ja. Und ein Baum. Baby mit Bart, klingt cool, brauche ich aber nicht. Ich nehme lieber Zerfetzen mit. Zerfetzen skaliert mit Nahkampfschaden. Die schwarze Fahne nehmen wir nicht mit. Wir nehmen stattdessen Rüstung mit. Das liebe Alien, Nahkampfschaden, Attack Speed, Tempo, alles und eine Narbe. Ich merke schon, Attack Speed, Attack Speed, Attack Speed. Wir sind jetzt auf 72%. Cool wäre natürlich noch ein bisschen Lifesteal. Wir haben bis jetzt 0. Life Rack haben wir auch nur 4. Also ich muss noch smart spielen, leider. Ich mag es nicht, smart spielen zu müssen. Smart spielen müssen ist mein... Naja, klar. Weißt du, ist ja easy to copy, soll Braindead funktionieren. Ohne viel Nachdenken, einfach ran und gut ist. Das funktioniert hier auch in vielen Fällen einfach. Dok, dok, dok. Wir machen Mini-Steps, damit wir unser Geld einsammeln und damit wir dieses Beute-Alien bedrohen. Und damit wir hier immer wieder dodgen. Ich habe keine Statue oder sonst was dabei. Hopp, da oben ist ein Baum. Den nehme ich mit. Ja, das funktioniert nämlich ganz okay, aber man muss trotzdem aufpassen. Wie viel Prozent Schaden haben wir jetzt? Was glaubt ihr? Ich tippe langsam auf die 200%. Dürfte zumindest langsam in die Richtung gehen. Die Ernte kostet uns immer wieder. Dynamit brauchen wir nicht. Angriffstempo nehme ich gerne mit. 6% ausweichen, immer gut. Und wir gucken rüber, 191. Jo. Läuft. Die Weisheit nehmen wir natürlich mit Prozent Schaden. Gar keine Frage. Die Geisteraxt nehme ich auch mit. Allerdings werde ich zuerst aufwerten. Und das Ritual gibt uns endlich Lebensraub. Dazu, wie viel Crit habe ich denn? Die Jagdtrophäe wird uns was bringen. Und den dubiosen Trank, den nehmen wir für Glück mit. Denn dadurch machen wir hier drüben jetzt 20 Schaden. Und wir gehen in eine Hordenwelle rein. Was natürlich unfassbar geil für den Streihals ist, weil das Board wird gleich voll sein. Ich merke, dass ich an den Krallenköpfen muss ich mich ein bisschen, mich beherrschen. Und auch sonst wird es hier relativ voll werden. Das wird relativ voll werden, aber nicht schlimm. Was ein bisschen kontraproduktiv zu meinen... Ja, zu Dings funktioniert. Zu meinen Geisteräxten ist halt dann auch wieder die Sache mit den Cyberball, Elefantenbaby, Pipapo. Dann tötet natürlich wiederum nicht die Axt den Gegner, sondern irgendeinen Effekt. Und Zerfetzen hat man auch gerade gemerkt, da war gerade Zerfetzen am Werk. Fand ich cool zu sehen. Am unteren Bildschirmrand. Aber ganz ehrlich, wir machen mehr als genug Prozent Schaden. Wir stacken gut genug hoch. Macht euch da mal keinen Kopf, das wird alles klappen. Wir nehmen Tempo mit. Gefährlicher Hase. Dann Axt hoch für Axt. Weizen gibt Ernte auch mal. Ja, wir gleichen so ein bisschen aus. Nehme ich natürlich aber eigentlich ursprünglich für den Schaden mit. Boah, der Amboss. Der Amboss jetzt schon. Traurige Tomate nehme ich auch mit. Gute Lebensregeneration. Und den Angelhaken lasse ich liegen aus genannten Fluchgründen. Auch wenn ich jetzt einen Punkt Fluch dabei habe, möchte ich trotzdem da nicht weiter in die Richtung gehen. So, Welle 12, ganz normal, ganz entspannt. Da brauche ich mir jetzt halt auch keinen Kopf machen. Mit der traurigen Tomate habe ich dann auch sehr soliden Lebensreck. Ich weiß nicht, was ich euch noch sagen soll. Eigentlich ist das schon das komplette Gameplay. Wir werden das komplett durchziehen. Prozent Schaden stackt sich weiter hoch. Irgendwann werden wir auch einfach komplett entspannt über Elefantenbaby und Ding Schaden machen. Cyberball. Dann stacken wir nicht mehr so viel, aber das ist, wie gesagt, auch kein großes Drama. Ich persönlich finde das vollkommen in Ordnung, weil bis zu dem Punkt, wo wir da sind, dass es blöd für uns wäre, ist es auch schon wieder vorbei mit dem Schreihals. Der Schreihals ist einer der einfachsten Easy-to-Copy-Charaktere. Dadurch, dass wir viele Gegner haben, ist die Geisteraxt komplett am Eskalieren. Erklärt sich von selbst, oder? Gecko Baby. Logo nehme ich mit. Tyler nehme ich mal nicht mit. 10% Angriffstempo. 15 Glück, ja. Dann die traurige Tomate für den Lifehack. Schatzkarte für Schatzkarte. Glücksbringer für Glück. Denn jetzt 75 Glück ist natürlich viel. Ist natürlich super viel. Wenn das Elefantenbaby jetzt mal arbeitet, ist es 61 Schaden. Coupon klingt super. Geisteraxt klingt super. Ja, wir haben ja den Amboss. Da wird jetzt immer wieder upgraded.
Seltsamen Geist kann ich gerade mitnehmen, weil ich die Tomate dabei habe. Die Tomate halbiert jetzt sowieso mein Leben. Und dann ist der nächste Schritt einfach wieder hochheilen. Das war gerade dumm, aber da ist auch nichts mehr dabei, was ich haben will. So, ne? Erstmal halten wir uns jetzt ein klein bisschen safe. Wir können natürlich schon auch hier noch ein paar Geschosse töten. Also ein kleines bisschen Contenance spielen. Wir wollen trotz allem die Tentakel hier als erstes killen. Die Fernkämpfer wollen wir auseinandernehmen. Weil die Bullet Hell, die jetzt dann gleich noch ausbrechen könnte, die wollen wir so klein halten wie nur möglich. Oh. Aber schon jetzt merkt ihr, ich bin schon wieder reckless. Nein, natürlich nicht. Wir müssen trotzdem aufpassen. Da sind die Wikinger. Die Wikinger sind böse. Denen müssen wir ausweichen. No matter what. Die tun trotzdem weh. Wir sind noch nicht unsterblich. Aber bald. Keine Sorge. Wir willkommen schon noch in den State. Macht euch da keinen Kopf. Nein, da ist schon wieder ein Fluch in meine Tasche gewandert. Das wollte ich nicht. Hey, kleiner Frosch. Hier nochmal 10 Ernte. Ah, ich weiß ja nicht. Klappt das vielleicht noch mit Ernte? Wir machen erstmal den Reroll. Wir kriegen die Flosse. Das kostet uns jetzt wieder Glück. Aber 10 Tempo sind einfach zu gut. Okay. Jetzt reicht's wieder. Ist der Axt hier und da? Ich kann mir beide leisten. Ja. Strong. Und hier den Lifesteal, den werde ich dann auch mitnehmen. Jetzt sind hier schon 150% auf 150% extra Schaden. Ja, nur mal so kurz in den Raum geworfen. Ich werde hier den nicht so super krass fokussieren. Klar, wenn er da ist, dann ran da. Aber wisst ihr, im Endeffekt ist dieser Elite hier einfach nur ein Beiwerk, nichts Besonderes. Worauf ich den Fokus legen möchte, ist die Bullet Hell, dass die nicht ausbricht. Was nicht einfach ist, da ja immer wieder mal irgendwo ein Gegner stirbt, ohne dass ich da groß was zu tun hatte damit. Deswegen kleine Steps machen, immer kontrolliert ausweichen, dann klappt das schon. Dann klappt das schon. Am besten noch ein bisschen mehr Lifesteal. Jeder Prozent Lifesteal gibt euch eigentlich nur eine Chance, dass ihr bei einem Treffer ein Leben wieder hochhält. Das kann nicht unendlich oft triggern. Das kann nur pro Sekunde 3-mal triggern. Soweit ich das weiß. Also ist Lifesteal nicht der heilige Gral. Oh mein Gott. Okay. Nee, schwarze Fahne wollen wir nicht. Danke. 6% ausweichen oder 3 Lifebreak. Wir nehmen die 3 Lifebreak. Daneben Lifesteal hier. Blutegel wäre natürlich cool. Aber was nicht ist, ist nicht. Die Blutspende. Lasst kurz überlegen, die kann ich mitnehmen. Ja. Die nehmen wir mit. Dadurch wird jetzt dieses Ernteminus ein bisschen gemildert. Da ist der Blutegel, den mag ich. Die Alien-Augen nehme ich jetzt gerade auch mit, weil ich sie gerade da habe. Das Ding ist, ich bin gerade auf 0 Rüstung. Und es dauert noch eine Weile, bis mein Amboss anfängt zu arbeiten. Ja, ist halt wie es ist. Kann man nicht ändern. Wir heilen uns hier ja trotzdem gut hoch. Dieser eine Schaden, den wir die ganze Zeit bekommen, der ist ja letzten Endes nichts. Wir haben ja mehr als genug Lebensregeneration. Aber ihr werdet das jetzt gleich sehen. Wir haben ja sowieso plus Ernte. Und wir werden jetzt nicht mehr so viel Ernte pro Welle verlieren durch diese Blutspende. Witzig, dass ich in 2 aufeinanderfolgenden Runden in Easy to Copy die Blutspende mitnehme. Und ich das eigentlich als vollkommen normal empfinde. Ich habe diese Blutspende so selten nur mitgenommen. Aber es gibt halt mega viel Ernte. Traktor hätte ich mehr gefühlt, by the way. So, wir sehen wieder, wird ein bisschen knäpplicher. Bisschen mehr kontrollieren, wo wir hinsteppen. Bisschen vielleicht auch mal durchwurschteln zu den Bäumen. So. Plus 1 Ernte hatte ich gerade. Und ich habe minus 3 Ernte durch unseren Effekt. Na, das meinte ich eben. Na, Gelee bringt mir eigentlich nicht viel. 3 hier. 6 da. Okay, Geisteraxt rein. Die Perle ist ein neues Item. Gibt einem Prozent Schaden für, wenn man Glück hat.
ist gutes Ding. Das ist ein verfluchtes Item, die Mutation. Sowas werde ich natürlich vermeiden. Aber das möchte ich euch nur kurz zeigen. Ich bekomme halt eben hier die doppelten Werte. Und es kann halt noch viel, viel krasser sein, je nachdem, was für ein Gegenstand du vor der Nase hast. Vermeiden wir hier. Wir nehmen den Dünger hier mit. Wir nehmen die Alien-Augen mit. Kann ich hier noch mehr? Lifesteal, Glück hier natürlich. Sehr cool. Lifesteal nehme ich mit. Passt. 27 Ernte. Das sind jetzt schon fast 2 Ernte, die ich bekomme. Dann verliere ich nur noch eine pro Zug. Also ist halt schön, wenn man auf diesen, an diesen Spot rantritt, dass man so viel Ernte hat, dass einem dieser Negativfaktor gar nichts mehr ausmacht. Ist natürlich der Dream. Ein Traktor hätte das Ganze auch gelöst, das Problem. Aber die Blutspende ist halt jetzt gerade das Ding. Jo, es wäre noch nicht schlecht, wenn wir noch ein bisschen Rüstung für die letzten Wellen mitnehmen. Vielleicht durch Level-Ups, kann ja sein. Aber ansonsten, Rüstung ist natürlich hier schon auch ein bisschen wichtig. Denn die Bosse, die werden mich hitten. Das kann ich nicht vermeiden. Auch wenn ich jetzt hier durchrenne, wie ein Wahnsinniger eigentlich schon. Bei den Bossen wird es nicht mehr ganz so entspannt. Und auch hier, wenn ich mal getroffen werde, dann bekomme ich Schaden. Also richtig bösen Schaden. Da oben ist noch ein Baum. Leider kein Item. Zack. Minus 3 Ernte plus 2 Ernte. Ja, es ist gut. Das kann ich mir inzwischen leisten. Schwarzer Gürtel. Und hier wollen wir jetzt die Rüstung haben. Hier. Da. Dankeschön. Dann Crit. Natürlich sehr gerne. Auch wieder eine Möglichkeit, sich hochzuhalten. Crit haben wir sowieso ganz gut mit 40. 44. Alien Magie, 8 Leben, 3 Regeneration. Zap. Plasma Hammer. Nee, nehme ich nicht mit. Aber ich nehme die Geisteraxt mit. Genauso wie den kleinen Muskelbrotz. Und die brauche ich nicht. Ach, sind wir mal ganz ehrlich. Die versunkene Glocke brauche ich nicht. Ist auch ein neues Item. Die Mother. Cool, wir bringen die erstmal auf die Hälfte. So, was ist geschafft. Und jetzt laufen wir nur noch weg. Die Mother spawnt extra Gegner. Das ist natürlich für uns extrem nice. Heißt auch, dass wir hier jede Menge Material bekommen werden. Cool, zum einen. Und zum anderen haben wir dann die Möglichkeit, da immer wieder mit der Axt mal rein zu säbeln. Und super viel Prozent Schaden zu stacken. Die wird immer wieder ein bisschen Schaden durch Zerfetzen nehmen. 20% Chance, dass das da extra Schaden macht. Und so Sekunde 10 oder sowas werde ich da mal reinlaufen und sie entfernen. Schon mal ein bisschen in die Richtung treiben, in die ich es haben will, an der Wand. Ja, und dann wird es hier jetzt erledigt. Nothing sexual here. Ja, hier wird irgendjemand... Ich sehe hier komische Kommentare. Kleiner Fisch, cool. Zielfernrohr doof. Kuchen, nice. Community Support, super. So unfassbar geiles Item, weil du so unfassbar viele Gegner haben wirst. Stift ist doof und der Fokus, nice. Dreieck der Macht, weg damit. Böse. Dreieck der Macht, wer das letzte Video gesehen hat, Dreieck der Macht ist richtig böse. Richtig böse. Okay. Geisterachse ist durch. Das heißt, ab sofort wird unser Amboss, übrigens 1200 Material. Unser Amboss wird ab sofort Rüstung für uns bauen. Ja, Wettstein, wieso nicht? Bier zerfetten, wieso nicht? Grinds magisches Blatt, wieso nicht? Eine Schatzkarte, auch super. Ich kriege keine Rüstung. Ist das schlimm? Nein, ist es nicht. Ich kann inzwischen übrigens auch stehen bleiben, wenn ich das möchte. Möchte ich eigentlich auch nicht, weil warum sollte ich? Wir wollen rumlaufen, wir wollen Gegner erledigen. Wir wollen vor allem die Puzzleköpfis, die wollen wir direkt wieder wegnehmen, weil die sind gefährlich, die nerven, die buffen und dadurch überleben die Gegner. Wir machen hier schon fast 1000er-Hit. Es dauert nicht mehr lange, da sind wir an den 1000er-Hit tatsächlich auch dran. Warte kurz, kommt gleich. Und da ist die 1000. 1003, um genau zu sein. 1005, 1008. Ja, jedes Mal, wenn meine Geisteraxt wieder einen Attack-Buff bekommt, steigt der Schaden. Sehr gut, sehr gut. Welle 8 inzwischen übrigens erst. Da ist noch Luft nach oben. Und schon jetzt so unfassbar viel Material. Jede Runde gehen wir mit über 1000 raus oder um die 1000. Es ist gut. Es ist richtig gut.
Ernte plus 12 würde jetzt dazu führen, dass wir keine Ernte mehr verlieren. Das ist jetzt egal, das ist... Gebratener Reis bringt mir halt nichts. Die Gegner brennen nicht, die sterben einfach. Deswegen nehme ich mal nur den Hasen mit. 6 Nahkampfschaden für die Beherrschung, das ist nice. Lederweste. Den Stock, Holzfällerhemd brauche ich nicht. Ah, Traktor, komm. Komm rein. Was soll's? Was soll's? Schmetterling ist noch ganz nett. Und das hätte ich nicht mehr rerollen sollen, aber Tentakel werde ich noch mitnehmen. So. Vorletzte Runde. Wir rennen im Kreis. Wie gesagt, die Regeneration, die arbeitet sehr gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass dieser niedliche Affe zum Beispiel gut uns geheilt hat. Aber der wird sicherlich auch mal den ein oder anderen Lebenspunkt nochmal hochgepowert haben, den wir so nicht gesehen haben. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, im Solo-Run das anders zu machen als hier mit der Geisteraxt. Hey, sammle 250 Verbrauchsgegenstände. Ein Erfolg wurde freigeschaltet. Nice! Ist übrigens ein Erfolg, den ihr schaffen müsst, um einen Charakter im neuen DLC freizuschalten. Da ich den halt schon in der Beta gemacht habe, ist das natürlich... Die Folge muss ich halt nochmal freischalten, aber alles andere eher Wuppe. So, wir sind bei 2200 Schaden bei einem Crit fast gelandet. Liebes Alien. Nein. Ja. Ja. Hier würde ich jetzt nochmal auf Rüstung setzen, auch wenn es nur 2 Rüstungen ist. Oh, wir haben nochmal ein Level Up. Eine Rüstung ist mir zu wenig. Aber 9% Ausweichen ist cool. So, Tentakel. Beherrschung, Kaffee. Nochmal, liebes Alien, bringt mir nichts mehr, aber ist egal. Der Cyberball ist eigentlich auch egal. Ich nehme ihn trotzdem mal mit. Und der Knoten ist ein neues Item. Neues Item. 15% Schaden, 15 Leben und Waffen können nicht mehr verbessert oder verwertet werden. Den nehme ich jetzt natürlich mit, weil wir sind von den Waffen her fertig. Ist mir alles kackegal. Wir gehen rein in die letzte Welle. Sollte nicht lange dauern. Da unten ist er. Haben fast übersehen. Sollte nicht lange dauern. Außer wir sterben hier blöd, weil irgendwas passiert. Aber was soll schon groß passieren? So, und damit schafft ihr den Schreihals easy to copy. Auf Gefahr 5. Ich muss da nicht groß was dazu sagen. Hätte jetzt der Amboss nicht funktioniert, dann hätte ich das Geld vom Amboss, den ich nicht bekommen hätte, verwerten können, vielleicht für andere Items, für Geld, für was weiß ich. Ich hätte Ernte hätte ich nicht so nutzen müssen und. Ich habe viel Unsinn gekauft in diesem Run. Hätte ich nicht machen müssen. Aber mit der Axt 500% extra Schaden. Wenn ich jetzt hier durchgucken würde, dann würden hier nochmal ganz andere Zahlen stehen. Weil am Ende des Tages, wobei nicht mal, da ging auch, wir haben hier ungefähr 300% haben wir durch die Geisteräxte gesammelt. Ungefähr 300%. Ich glaube, das gibt euch so ein klein bisschen Einblick da, wie man das machen kann. Wichtig, bitte, unbedingt wichtig ist, dass ihr euren Rüstungswert ausgleicht. Ich hatte jetzt am Ende 12 Rüstungen, ich war lange Zeit im Minus. Das kann man machen, aber gleicht mir die Rüstung aus, holt mir genug Lebensregeneration und Lebensraub. Und dann ist es wirklich entspannt. So, damit danke ich euch fürs Zuschauen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.